Noch kurz ein Disclaimer in eigener Sache: Watchtime ist das Wichtigste für den Wachstum meines Kanals. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, checkt einfach gerne die beiden Playlists hier. Könnt ihr anklicken, aufmuten und wiederholen und im Hintergrund durchlaufen lassen. Vielen Dank dafür. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich am 28. Oktober 2021 im Militär den dritten Marsch absolviert, nämlich den 35 Leistungskilometer langen Marsch. Und dazu habe ich mich entschieden, für diese Woche mal wieder ein Video hochzuladen. Ich muss sagen, die Inaktivität nimmt bald die Ausmaße des alten Kanals an, das bitte ich zu entschuldigen, aber... You need to shut the Auf jeden Fall habe ich mich für diese Woche für ein Video über diese drei Märsche entschieden, wo ich das Ganze etwas retrospektiv anschaue und dazu aber auch noch eine kleine wissenschaftliche Basis gebe. Natürlich in einem kurzen Rahmen, dass das Video auch spannend bleibt. Zuvor sehe ich aber noch die Notwendigkeit, etwas sehr Unangenehmes zu tun, denn ich habe das sogar in meinem Skript als Punkt 0 unangenehm markiert, denn seit Anfang des Kanals ist es so, dass irgendwie nur 15-20% der Zuschauer meinen Kanal abonniert haben. Das heißt, einfach eine kleine Aufforderung, falls euch der Content gefällt, falls ihr keinen YouTube-Account habt, dann könnt ihr euch ganz easy einen Account machen und mir ein Abo dalassen. Da möchte ich in einem ersten Punkt erstmal erläutern, wieso meine sportliche Ausgangssituation vor dem Militär war. Und zwar hatte ich seit dem Kindergarten zuerst eine Lektion pro Woche Sport. Und dann Primarschule, Sekundarschule und Kante jeweils 3 Lektionen pro Woche an Sportunterricht. Ich habe aber im Sommer 2019 habe ich mich dazu motivieren können, nebst dem Schulsport auch noch extra leichten zusätzlichen Sport machen zu können. Und im Sommer 2020 habe ich dann wirklich angefangen, regelmäßig zu den Sportlektionen hin, noch privat, 1,5 Stunden pro Woche Ganzkörper-HIIT-Training zu machen. Ich habe da auch auf die Ernährung geachtet und habe mich proteinreich ernährt und bin somit definitiv fitter geworden. Dann kommen wir mal zu ein paar wissenschaftlichen Quick Facts zu Wandern. Und zwar stärkt das Wandern die Muskeln, das Stützgerüst und das Herz-Kreislauf-System. Und Wandern und Marschieren machen tatsächlich glücklich, wie man bei psychologischen Studien herausgefunden hat. Beim Wandern werden pro Stunde ca. 350 bis 550 Kilokalorien verbrannt. Das ist abhängig davon, ob das Gebiet flach oder hügelig ist. Und Wandern trainiert spezifisch die Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur. Und im Allgemeinen gibt es aerobe und anaerobe Energiegewinnung. Kurzzeitige anaerobe Phasen zeigen positive Effekte, zu lange Phasen übersäuern die Muskeln. Dabei bedeutet aerob, dass die Energiegewinnung mit Sauerstoff erfolgt und anaerob, dass sie ohne Sauerstoff erfolgt. Das werdet ihr dann nachher noch in meiner Auswertung meiner Uhr sehen. Auch in der Geschichte gab es sehr interessante Rekorde, die mit Märschen aufgestellt wurden. Der längste militärische Marsch der Geschichte fand im Oktober 1935 in China statt von den Kommunisten. Diese marschierten während 268 reinen Wandertagen 9700 Kilometer. Sie sind mit mehreren hunderttausend Leuten gestartet und leider haben nur 8000 davon überlebt und sind im Ziel angekommen. Der längste Protestmarsch, den es in der Geschichte gab, war im April 1930 in Indien. Der war rund 388 Kilometer lang und erfolgte gegen die britische Salzsteuer. Und der größte Musikmarsch fand im Mai 1997 in Japan statt. In dieser Gruppe befanden sich 317 Bands und insgesamt 11.157 Menschen. Jetzt ist die Frage, im Schweizer Militär, wie finden denn Märsche allgemein statt? Märsche im Generellen finden eigentlich mit folgender Packung statt. Mit dem kompletten Waffen-GT, was schätzungsweise ca. 4 Kilogramm wiegt. Dann der Kampfrucksack und das Sturmgewehr. In meinem Fall, ich teile das Sturmgewehr jeweils in 2, packe das in den Kampfrucksack mit rein. Ich finde, das ist angenehmer für die Schultern zu tragen. Da kommen wir zusammen ca. nochmal auf 14 Kilo. Dann trägt man Kampfstiefel, diese kann man frei auswählen, aber ich bevorzuge definitiv die KS90 als Marschstiefel. Und das TNC komplett, was auch nochmal durch den Sackbefehl mehrere Kilogramm wiegt. Beim Ablauf, man wird in einem sogenannten Schweinetransport, das ist umgangssprachlich für unsere Militär-LKWs, wird man auf der Ladefläche zum Marschstart transportiert.
Dann findet der Marsch statt. Es gibt jeweils in regelmäßigen Abständen Verpflegungsposten. Das Mittagessen wird auf dem Feld eingenommen. Zudem hat jeder Zug ein SE-235, das ist ein Funkgerät, das jeweils ein Teilnehmer aus der Gruppe tragen muss. Der Marsch findet in Zweierkolonne statt und zugsweise. Im Ziel angekommen wird dann direkt noch eine kleine Waffen-PD durchgeführt, um sie zu reinigen aufgrund von diversen Umwelteinflüssen, und es wird eine Schub-PD durchgeführt. Dann erläutere ich jetzt mal im Detail, wie ich die drei Märsche wahrgenommen habe. Wir starten mit dem Marsch von 15 Leistungskilometern. 15 Leistungskilometer bedeuten eigentlich 15 Kilometer auf einer ebenen Fläche. Dieser fand anfangs August 2021 statt, da befand ich mich in der RS-Woche 5. Was ich so empfunden habe: beim 15-Kilometer-Marsch hatte ich einen eher beschränkten Bedarf an Zwischenverpflegung. Ich habe da ca. 250 ml Bouillon und 250 ml isotonische Getränke konsumiert, sowie etwa 1 Liter Wasser. Im Ziel habe ich mich relativ erschöpft gefühlt, konnte aber direkt die Waffen-PD und die Schuh-PD durchführen und konnte mich schnell davon erholen. Insgesamt würde ich also sagen, dass ich die 15 Kilometer gut überstanden habe, dass die gut machbar sind. Also da müsst ihr euch nicht zu große Sorgen machen. Beim 25-Kilometer-Marsch, der fand Mitte September statt, in der RS-Woche 11, da hatte ich einen sehr erhöhten Bedarf an Zwischenverpflegung. Ich habe da etwa 500 ml isotonische Getränke konsumiert und nur 500 ml Wasser. Ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht, das war aber im Nachhinein ein extrem großer Fehler von mir. Ich hätte viel mehr Wasser trinken sollen. Das Resultat war: bis Kilometer 22 ging es mir relativ gut. Ich habe bei Kilometer 22 noch zu den anderen gesagt, ich könnte aus dem Stand 35 Kilometer laufen, mir geht es super und so. Und dann wurde es schlagartig schlechter, ich hatte einen rapiden Geschwindigkeitsverlust, ich bekam Kopfschmerzen und mir wurde schwindelig. Und wie ich dann später feststellen musste, hatte ich über 39 Grad Fieber, was sehr wahrscheinlich ein Resultat des Marsches war. Das heißt, er hat mich ziemlich mitgenommen, weil ich da in verpflegungstechnisch nicht sehr intelligent unterwegs war. Das Resultat: ich kam extrem erschöpft ins Ziel und ich habe 20 Minuten Pause benötigt, bevor ich überhaupt meine Schuh-PD und meine Waffen-PD durchführen konnte. 35 Kilometer Marsch, der war sehr, sehr hügelig, das heißt, es sind zwar 35 Leistungskilometer, aber effektiv gelaufen sind wir 29 Kilometer. Ich hatte hier erstaunlicherweise einen extrem niedrigen Bedarf an Zwischenverpflegung. Und ich habe aus den Fehlern vom 25-Kilometer-Marsch gelernt. Das heißt, ich habe 250 ml Bouillon und 2 Liter isotonische Getränke konsumiert. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich ab Kilometer 17 erste Symptome hatte, und zwar Schmerzen in der Leiste. Ich bekam erst ab Kilometer 25 wirklich Probleme, die Beine anzuheben, was einen Geschwindigkeitsverlust zur Folge hatte. Ich musste wirklich mit dem Kopf nachhelfen, dass ich meine Beine lupfen konnte bei steilen Pässen. Komischerweise, was mich selber erstaunt, ging es nach 2 Kilometern ab Kilometer 27 aber wieder besser. Und ich konnte wieder besser laufen und hätte wahrscheinlich auch noch mal 1-2 Kilometer länger laufen können. Ich kam dennoch relativ erschöpft ins Ziel, konnte aber ohne Unterbruch meine Waffen-PD und meine Schuh-PD durchführen. Ich habe das Ganze auch mit meinem Mi Band 6 aufgezeichnet, was ich mir neu gekauft habe. Und das ergab, dass der Marsch insgesamt 6 Stunden dauerte, dass ich 5 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt lief und dass ich 3600 Kilokalorien verbrannt habe. Mein maximaler Puls lag übrigens bei 180 BPM. Dann gibt es zu guter Letzt noch eine kleine Ankündigung. Und zwar starte ich nächste Woche ja in die RS-Woche 18. Das heißt, man möge jetzt denken, dass ich bald mit der RS fertig bin und dass ich euch nicht mal länger über das Militär informieren kann hier auf YouTube. Aber dem ist nicht so, denn ich habe als Büroordonnanz als Wachmeister unterschrieben. Das ist etwas, was es sehr, sehr selten in der Schweiz gibt, aber ich mache weiter. Bist du wahnsinnig? Das heißt, ihr dürftet in ungefähr 5 Wochen einen Bericht über die Unteroffizierschule erhalten. Dann möchte ich noch speziell grüßen unseren Fourier Fufudrü, unseren Truppenbuchhalter Trubudrü und die Mannschaft des KPs Büroordonnanz Drü. Dann möchte ich weiter noch grüßen Soldat Studer aus... Was habe ich da geschrieben? Aus Gründen, welche der Seriosität dieses Videos nicht entsprechen. Ja, das lasse ich mal so stehen. Vielen Dank an Soldat Stocker und Soldat Mannhardt für die Mithilfe. So, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und es war informativ. Und bis zu einem nächsten Video, das dann irgendwann kommt.